wer soll denn darauf kommen? Hey Leute, wir haben heute was ganz Besonderes vor. Ihr seht's, kleinen Moment. Hier, ihr seht es hier schon eingeblendet oder angepinnt an unsere neue Pinnwand. Und zwar werden wir heute ein bisschen Campusfest-Feeling schon mal rüberbringen und wollen gerne eine kleine Challenge starten, und zwar eine kleine Eis-Challenge. Und zwar werden wir jetzt zu unserem Eissponsor gehen, dem lieben Café Venezia, und werden uns ein paar Kugeln Eis holen. Und dann später sind wir wieder hier auf unserer schicken roten Couch und werden dann zwei nette Damen hier haben, die das Eis testen. Und genau, jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg und nehmen euch dahin mit. Und dann sehen wir uns hier wieder. So, und da wären wir am Goldenen Reiter von Dresden, einem der bekanntesten Wahrzeichen eigentlich dieser Stadt. Schön, oder? So, und jetzt gehen wir ins Eiscafé, also los geht's. Ich habe mir jetzt noch so ein Eis gegönnt. Boah, schmeckt das gut. Und jetzt machen wir uns wieder auf den Weg zurück. Die Yvonne ist für das Wichtige zuständig, nämlich das Eis. Mhm. Also erstens, das Eis ist richtig lecker und wir haben jetzt noch für den Gewinner, aber das wird dann später erst bekannt gegeben, noch einen Gutschein geholt, damit auch die Leute, die praktisch heute mitmachen, auch wirklich was davon haben. 10 Euro Gutschein für Café Venezia. Genau, wir machen es auf dem Rückweg, weil um 11 kommt nicht. Um 11 kommt schon unsere Teilnehmerin. Das Eis ist sehr kalt, genau. Ja, ich bin aber auch der Einzige, der bei Regen und Wetter sich ein Eis holt. Mhm. An dieser Stelle kleines Entschuldigung ans Café Venezia, dass wir euer Eis jetzt so kaputt machen. Weil ich aber Leuten, die praktisch eine Challenge machen, eigentlich nichts antun will, was ich nicht auch selber probieren wollte, werde ich jetzt im Vorfeld schon mal probieren, wie es schmeckt. Und die Auflösung dazu, wie meine Reaktion dann ist, schneide ich euch dann hinten ran. So, wir sind jetzt wieder zurück hier in unserem kleinen Set. Wir holen uns jetzt gleich unsere zwei Testerin rein. Dann wird die Yvonne noch das Eis holen und dann geht es eigentlich auch schon los. So, also hier haben wir jetzt unsere beiden Testerinnen neben mir sitzen. Einmal die Elfie und einmal die Sarah. Ich erkläre nochmal kurz die Regeln. Und zwar werden jetzt beide 6 verschiedene Eissorten testen und können so grob beschreiben, wie sie denken, wie es schmeckt. Und dann werden sie mir das beide ins Ohr flüstern, was sie denken, was es ist. Und wer am Schluss praktisch die meisten richtig hat, hat gewonnen und bekommt dann auch noch einen kleinen Preis. Was das ist, genau der Preis, werden wir ihnen aber erst zum Ende auch erzählen. Und jetzt bekommen erstmal von mir beide wahnsinnig schicke, von uns gebastelte Brillen. Ich bitte euch, die einmal aufzusetzen und mir dann auch mal zu sagen, vielleicht, was ihr denkt, wie ihr damit aussieht. Heiß. Ich bin so gut gefühlt. Ja. Direkt heiß jetzt zwischen den Mädels. Okay, Runde 1 unserer Testphase. Wie gesagt, für euch beide, ich habe es gerade eben schon gesagt, erklärt einfach so ein bisschen, was ihr denkt, wie das schmeckt. Sagt nicht, welche Sorte das ist. Ich habe hier auch leckere Sorten gewollt. Wir haben nur leckere Sorten gewollt. In die Hand. Ja, die? Ja, rechts rein damit. Fruchtig im Abgang, bitter. Boah, es ist eklig. Abgang. Habt ihr nicht gesagt, ihr habt irgendwas Leckeres? Auf jeden Fall bitter. Wo bist denn du? Also, die Elfie sagt Grapefruit, die Sarah sagt Bitterlemon. Und richtig ist Grapefruit. Grapefruit ist richtig. Okay, das nächste. Mit wie die Kekse. Verdammt, was ist das? Kann es auch sein, dass es eine Keksorte ist? Beschreib nochmal, wie es schmeckt. Naja, genau wie die Kekse eben. Was denn für Kekse? Sarah zuerst. Süß, wie sie. Ja, warte. Okay, also es kommt beiden sehr nah. Also Sarah sagt Orange Cookie und Elfie sagt Soft Cake. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich so schmeckt. Also Geschmacksrichtung geht es schon dahin. Geschmacksrichtung ist Schoko, Orange, Ingwer. Oh, wer soll denn darauf kommen? Also das, ich hatte auch natürlich eine Soft Cake mit Schoko, Orange, Ingwer gemeint. Ah, ja, okay, ja. Gut. Können ja nicht nur Vanille und Schoko und so nehmen, das ist ja langweilig. So, das dritte. Ich will am liebsten selber hier mitlassen. Wie schmeckt's? In jedem Fall nicht fruchtig. Nach einer Nuss. Okay. Was kennt ihr denn alles so für Nusssorten oder was habt ihr denn alles so schon mal gegessen beim Eisladen? Mhm. Vielleicht sogar im Café Venezia. Ich esse nie was mit Nuss. Hat jemand von euch eine Nussintoleranz? Nee. Aber gut, das ist danach. Laktose hoffentlich auch nicht. Mhm. Kann ich nochmal haben? Ja, klar, ja. Wirklich? Dann ja, ihr könnt ja. Also ich denke, ich weiß es. Okay. Ja. Hast du was gehört? Ja, hab ich
Ich wollte dasselbe sagen. Es haben beide Haselnuss gesagt. Ich muss euch aber leider enttäuschen. Ist es Mandel? Es ist Mandel. Walnuss. Oh, ich hatte erst überlegt, ob ich Mandel sage. Mandelfeige. Oh, Mist. Okay, die 1, 2, 3, die 4. Also zu der Sorte hier müssen wir jetzt sagen, die gab es heute nicht an der Theke. Die ist auch erst ganz neu. Ich weiß nicht, ob ihr die Erstester seid. Oh, die ist krass. Aber die soll wohl diesen Sommer hoffentlich sehr gut, oder die geht jetzt schon ganz gut ab. Oh, die riecht schon gut. Die riecht richtig gut. Schmeckt wie ein Getränk. Wie so ein Sommergetränk. Hast du schon? Wie Mojito. Oh. Mhm. Also aber kein Alkohol drin. Also nicht, dass wir wüssten zumindest. Was alles zweit? Okay, also Sarah sagt Zitrone mit Zitronengras. Ja. Elfie sagt Minze Limetta. Das ist Limone Basilikum. Oh, da war ich gar nicht aber so. Aber das ist ein schlecht. Halber Punkt. Komm, mir ist auch ein halber, mindestens. Na gut, dann nehmen wir einen halben. Dann steht es nach 4 für Elfie 1,5 und für Sarah 1,5. Also das, also ich hoffe, es schmeckt euch. Mm. Wie schmeckt's? Gut. Oh. Kann ich noch einen Löffel? Ja. Naja, ich sag mal nichts. Neben mir knuspert's. Ich fühle mich gerade wie bei Wetten. Habt ihr was? Oder? Ich finde es mega schwierig, ja. Echt? Ja. Mhm. Also gerade bei dem hätte ich eigentlich gedacht, erkennt man sofort. Ist es ein Schokoriegel? Es geht in die richtige Richtung. Ist es was mit Rosa, also was rosa? Ja, das schmeckt doch ein bisschen fruchtig, oder? Was hast du für einen Löffel bekommen? Den selben wie du. Okay, ich gebe euch jetzt noch 10 Sekunden, dann sagt ihr mir beide was ins Ohr. Vielleicht ist es ein Schoki, vielleicht ist es kein Schoki. Ja, vielleicht ist es auch hier ein Kaffee. Okay, Sarah, sag jetzt mal. 10 Sekunden sind um. Okay. Twix. Okay, also wir haben einmal Twix und einmal Giotto. Es ist keins von beiden. Es ist Kinder Country. Okay. Sorry, kein Punkt für euch. Da hätte ich gerade gedacht, weil das, diesen Kindergeschmack hat man ja eigentlich. Diesen Kindergeschmack. Kinderschokoladegeschmack meine ich. So, jetzt kommt das Letzte. Das Highlight, was ganz Besonderes. Also. Was tropft. Meine liebe Assistentin, Dankeschön. Genau. Mm. Was ist jetzt Pulli? Es ist ja pervers. Na toll, da will ich mir gerade die Jasmin stecken. Aber sehr eindeutig, wie ich finde. Oh. Geil, dazu Banane. Was, Banane? Mhm. Mm, geil. Mhm. Ist richtig lecker, kein Nonnen. Verarschst du uns gerade, Elfie, oder meinst du das ernst? Nein, ich sage, wenn ich dann gesagt habe, was es ist, kann ich ja nicht sagen. Habt ihr eine Idee? Okay. Okay, also Elfie sagt Senf, Sarah sagt saure Eier. Es ist Senf und Vanille. Wir haben uns nämlich einen kleinen Scherz erlaubt und haben zuvor in normales Vanilleeis einfach ein bisschen Senf reingemischt. Aber also ich muss sagen, saure Eier, also man kennt es auch unter Senfeier. Ja, ihr könnt eure. Mindestens einen halben Punkt. Ihr könnt eure Brillen jetzt wieder abnehmen, genau. Oh, hallo. Sie isst direkt weiter. Genau, das waren die anderen Eissorten. Soweit zu unserer Challenge. Elvi hat gewonnen mit 2 Punkten zu 1 Punkt. Haben beide noch was zu essen bekommen, also was will man mehr? Nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich einen kleinen Preis überlegt, weil er auch belohnt werden sollte, weil wir das ja mitgemacht haben. Und zwar haben wir einen Gutschein von dem lieben Café Venezia geholt, im Wert von 10 Euro. Den bekommst du jetzt überreicht als Preis. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch, Elvi. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du ganz nett bist, dann nimmst du deine Kollegin vielleicht da. Genau, auf jeden Fall, das war's mit unserem Video. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt dem sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Wir werden uns auch überlegen, demnächst mehrere solche Videos vielleicht noch hochzustellen und ein paar Challenges einfach mal zu machen. Das soll es zu dem Kontext gewesen sein. Nochmal kleine Erinnerung an euch. 6.6. TU Dresden am Campus. Hinterm HSZ haben wir das Campusfest. Da gibt es einen Eiswagen von der Sparkasse aus praktisch. Wenn ihr dorthin kommt und bargeldlos bezahlt, bekommt ihr 50% Rabatt auf eine Kugel Eis. Normalerweise kostet eine Kugel Eis 1 Euro. Das heißt, wenn ihr bargeldlos bezahlt, plus 50%. Wenn ihr dann noch Sparkassenkunde seid und praktisch mit eurer Sparkassen-Debitkarte bezahlt, dann bekommt ihr dann nochmal 50% Rabatt drauf auf diese 50%. Das heißt, ihr bezahlt zum Schluss nur 25 Cent für eine einzige Kugel Eis. Und wo gibt es schon eine Kugel Eis für 25 Cent heutzutage noch? Genau, dann nochmal vielen Dank an euch beide. Lasst es euch noch schmecken. Meint es alle. Tut mir leid, leider nicht. Aber du kannst ja das mit dem Limone-Basilikum noch probieren. Das war's von uns und auf Wiedersehen. Genau. Eklig. Also es geht eigentlich. Also man schmeckt den Senf so hinten raus, aber es schmeckt halt irgendwie wie Wursteis. Also.